Geht. Ja, buonasera. Herzlichen Dank für die Einladung hier nach Enzlingen. Es ist für mich eine große Ehre, hier zu sein. Ich versuche, meinen Vortrag einigermaßen nach meinem Manuskript zu halten, sonst leiden unsere Übersetzerinnen, das möchte ich eigentlich nicht. Ich erzähle euch von einer ein bisschen anderen Welt. Ich möchte eigentlich nur berichten, ich möchte überhaupt nichts behaupten, weil ich glaube, wenn jemand etwas behauptet, dann hat er schon verloren. Also ich berichte von einer bisschen anderen Welt, vielleicht nicht groß über die Stadt, vielleicht erzähle ich mehr über Berge, eine andere Welt, aber die Probleme sind eigentlich ziemlich ähnlich wie bei euch. Ich habe gesagt, ich möchte berichten, und wenn ich jetzt sage, Bauen ist Leben und das Leben ist die Norm des Architekten, wer das vergisst, verfällt der Beliebigkeit, dann tönt das schon ein bisschen nach einer Behauptung. Aber es ist nicht so, es ist einfach meine Art und Weise zu arbeiten oder zu leben. Leben und Arbeiten ist eins, behaupte ich, es ist nicht trennbar. Klar, ohne zu leben kann ich nicht arbeiten, logisch. Ich meine vielmehr, es geht um die Intensität des Arbeitens im Leben und vielleicht um die Frage, will ich mich überhaupt in diese gesellschaftlichen Realitäten einlassen oder bleibe ich da weg? Ich sage ja, unsere Arbeit macht erst dadurch wirklich einen Sinn. Realistisch betrachtet kann man mit Architektur die Welt nicht groß verändern, aber Architektur ist ein geeignetes Mittel, die Lebensqualitäten zu verbessern und Orte zu schaffen, die unsere Existenz erleichtern. So gesehen ist Architektur Leben. Ich selber pendle jede Woche zwischen diesen unterschiedlichen Welten, zwischen Frien und Zürich. In Frien arbeite ich, in Zürich unterrichte ich. Die Distanzen zwischen diesen zwei Welten sind ja nicht groß, 150 Kilometer, aber sie unterscheiden sich trotzdem sehr stark voneinander. Und es sind gerade diese spürbaren Differenzen, die für mich ein enormes Privileg sind für meine Arbeit und auch um Erfahrungen zu sammeln. Ich lebe an einem bestimmten Ort, das war mir wichtig. Ich habe immer versucht, diesen ausgesuchten Ort für gute und für schlechte Zeiten einzurichten, für mich und für andere. Die Priorität auf einem einzigen Ort zu setzen, die Priorität, war mir wichtig. Ich hatte auch das Glück, verschiedene Lebensphasen an diesem Ort zu erleben. Es ist ja immens, was sich verändert hat in 40 Jahren, nicht nur im Berggebiet, sondern allgemein. Ich führe ein kleines Büro mit 4 bis 6 Leuten. Größer soll es nicht sein, sonst kann ich mein Arbeitssystem nicht aufrechterhalten. Damit will ich nicht sagen, dass ein großes Büro nicht gute Arbeit leisten kann, vielleicht viel bessere, aber ich müsste mich total anders verhalten. Ich will ja nicht die ganze Welt bauen, sondern das, was ich mache, bewusst erleben und aus diesen Erfahrungen natürlich lernen. Es geht für mich stets darum, es geht um das Gewinnen einer weiteren Stufe der Erfahrung. Das ist für mich eine andere Art von Wissen, das ist mehr als das Gewinnen vom Wissen. Wir wissen ja, dass Erfahrungen auch recht schwierig sind, es gilt aufzupassen. Wenn man zu viele Erfahrungen hat, dann läuft man Gefahr, sich hinter einem Ideenkleid zu verschwinden. Man wird plötzlich bequem, es fällt ein bisschen die Neugier.
Darum, der Erfahrungsraum ist immer neu zu entdecken und neu zu betreten. Erfahrungen entstehen nicht einfach so. Ich muss dazu auch bereit sein. Erfahrungen entstehen durch den eigenen Willen, aber auch die Provokation ist notwendig. Auch das braucht's. Das kann auch schmerzlich sein. Der bequeme Weg eröffnet auf jeden Fall nicht jede Erfahrung. Erst mit der Zeit wird man auch sich des eigenen Scheiterns bewusst. Also auf der Erfahrungssuche sind Wille und Zufall nahe beieinander. In der Realität des Alltages sind auch Grenzen wichtig. Grenzen ergeben sich, Grenzen müssen wir aber auch selber setzen. Über Grenzen zu reden gilt heute als unfein. Ich denke aber nicht an Nationalstaaten, um Gottes Willen nicht an nationalen Grenzen. Ich wäre gerne Mitglied der EU, auch andere Schweizer. Es geht auch nicht um Überfremdungen. Mit Grenzen setzen meine ich vielmehr die Markierung von Räumen der Verantwortung. Ohne solche Markierungen weiß ich ja nicht, für was ich zuständig bin. Darum müssen wir, glaube ich, bestimmte Markierungen setzen. Man könnte auch über Schwellen reden. Schwellen ist so wie eine Metapher für Markierungen. Schwellen sind für andauernde Verhandlungen von ethischen und gesellschaftlichen Fragen unerlässlich. Schwellen haben mein Leben geprägt und prägen noch immer. Schwellen sind für mich etwas Faszinierendes. Schwellen der Erinnerung, hier sieht man eine kleine Schwelle. Hier habe ich als Bub gespielt, mit dem Zackmesser Zeichen geritzt in dieser Holzschwelle. Ich wartete hier, bis die Kühe über die Schwellen getreten sind. Sie starrten mich immer mit großen Augen an. Es gibt fast kein Lebewesen, das so schöne Augen hat wie Kühe. Umberto Eco hat einmal gesagt, Kuh ist immer ganz Kuh. Die Kuh, es gibt kein Geschöpf, sagte Eco, wo so präsent ist wie die Kuh. Schwellen der Gemeinschaft. Gerade bei der Bildung von Gemeinschaft sind Schwellen in unterschiedlichen Hinsichten unverzichtbar. Wir wissen ja, dass Streit und Toleranz sehr nahe beieinander sind. In diesen Prozessen gilt es, Schwellen zu beachten, damit unnötige Konflikte entstehen. Und trotzdem müssen wir Mut haben, um auch Schwellen zu überqueren und das Unbekannte zu erforschen. Das war für mich, für die Entwicklung von Frieden, unglaublich wichtig. Schwellen der Topografie. Topografie ist die Beschreibung eines Ortes mit Blick auf seine physikalische Anordnung. Es ist aber auch die Auseinandersetzung zwischen Mensch und Natur. Auch das ist zu lesen in einer präzisen Topografie. In der Wirkung des Friedener Dorfkörpers tritt die Schwelle in doppelter Eigenschaft auf. Von innen rücken die Bauten bis an die sich verändernde Topografie heran. Es gibt einen es gibt hier diesen Dorfplatz. Hier rücken sich die Bauten bis an diese Räume heran. Auf der anderen Seite gibt es diese starke Topografie hier, diese ausgeprägte Topografie. Das ist eigentlich viel steiler, als hier auf dem Bild ersichtlich ist. Hier, diese Kante, die war für mich unglaublich wichtig. Wir wollten nicht über diese Topografie hinausbauen. Also, innere Schwellen, äußere Schwellen. Schwellen zwischen diesseits und jenseits. Der Tod wird noch immer bei vielen Menschen als die Schwelle vom diesseits zum jenseits betrachtet. Trotz der angesprochenen Verdrängung des Todes gilt es, eine Form im Umgang mit dem Tod zu finden. Wir sind ja nicht unsterblich. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wo gehen wir hin?
Was erwartet uns? Aus solchen Fragen schöpft der Mensch seinen Willen zur Existenz. Wären die Fragen erschöpft und geklärt, so würde auch die Hoffnung sterben. Wie kaum bei einem anderen Projekt galt es bei der Planung der Stille d'Amors, auf das komme ich später noch zurück, einen Aufbahrungsraum für die Verstorbenen, Schwellen unterschiedlicher Art zu berücksichtigen. Schwellen der Konstruktion, auch beim Konstruieren allgemein und ganz besonders beim Strickbau, das ist meine Lieblingskonstruktion, auch das zeige ich später in Bildern. Da geht es ständig um das Etablieren und Ausloten von Schwellen, die Grenzen der Konstruktion ausmitteln, ohne jedoch dabei die Grundregeln des Strickbaus oder der Konstruktion zu verstoßen, bleibt die große Herausforderung beim Konstruieren. Grenzen ausloten, darüber hinausgehen, aber aufpassen, dass es nicht bricht. Daran habe ich Jahrzehnte geübt. Aber auch Schwellen zwischen Mensch und Natur, zwischen Natur und Kultur, das hat zu einer Haltung geführt für mich, die gehalten hat, die mich geprägt hat. Die Kultur kann als eine Art Instrument angesehen werden, welche die Menschen einsetzen, um mit dem Primären, mit der Natur zurechtzukommen. Dieser Kulturprozess hat die Natur zusehends auch verdrängt und überformt. In der kartesianischen Vorstellung wurde alles, was ohne Selbsterkenntnis blieb, zur verfügbaren Ware deklariert. Diese radikale Gegenüberstellung haben zu einer Verdinglichung und Objektivierung der Natur geführt. Als Kind habe ich diese Natur ganz anders erfahren, als wir sie heute erfahren. Die Natur war weder böse, noch war sie gut, sie war einfach so, wie sie war. Ich musste als Bauernjunge Kühe hüten, musste jeden Tag den Berg hinauf laufen. Wir sprachen damals nicht von Natur. Wir kannten die Leute kannten diesen großen Begriff überhaupt nicht. Wir waren viel direkter, wir redeten von Wiesen, von Lawinenhängen, von Kartoffelacker. Diese Direktheit zwischen Achtsamkeit und Aneignung würde ich gerne wieder zurückgewinnen. Und ich versuche das bei meinen Projekten. Das würde zu einer anderen Beziehung führen. Ich meine, die gänzliche Auflösung von Natur und Kultur, die große Versöhnung, das geht nicht, sonst würde der Bär uns ja fressen. Aber nach den neuen Errungenschaften wäre es möglich, die Distanzen zwischen Natur und Kultur zu reduzieren. Und wichtig, was ich erfahren habe, Idylle gibt es nur für diejenigen, die einen großen Abstand zu diesen Dingen haben. Nur dann gibt es die Romantisierung oder die Idylle, sonst nicht. Orte schaffen, das ist unser Programm an der ETH. Was ist ein Ort? Man könnte es so bezeichnen, ein bedeutender Ort ist eine bestimmte Stelle, an der sich etwas ereignet. Ereignisse, die von Menschen getragen werden, aber auch von Dingen. Wir vertreten in Lehre und Praxis die Überzeugung, dass sich das Entscheidende im Leben jedes einzelnen Menschen trotz des sich verändernden Umständen weiterhin im konkreten und spezifischen Raum sich ereignet. Der Ort ist wichtig. Jede Liebesbeziehung findet an einem spezifischen Ort statt. Liebe über Distanz, ich weiß es nicht. Ein ganzheitlicher Ort, Entschuldigung, vielleicht ist es gefährlich, diesen Begriff zu gebrauchen. Kein Ort kann das eigentlich erfüllen. Wir reden gerne von Ensembles. Das sind Bereiche, wo verschiedene Entitäten zusammenkommen. Sie stehen in einer Wechselbeziehung. Zum Beispiel ein Baum, der Früchte trägt, ist ein Ding, ist Teil eines solchen Ortes.
aber er gibt mir etwas. Darum stehe ich zu ihm in einer sogenannten Wechselbeziehung. Er ist somit nicht von einer stummen Wirkung. Die Trennung von Ding und Dich verfließt. Faktisches wie Raum, Topographie, Material, Konstruktion sind Bestandteile des Ortes. Genauso wichtig sind aber auch Emotionen, sind Ereignisse und sind Zufälle. Auch das Abwesende ist wichtig. Was könnte es sein? Ich möchte gerne, oder ich versuche solche Räume zu schaffen, die dem Menschen und dem Ort zugleich dienen, dem Menschen und dem Ort. Höchstes Ziel sind dabei die Bedeutungen, die aus dem Wechselspiel zwischen idealer Vorstellung und Utopie zu gewinnen sind. Utopie und ideale Vorstellung. Gerade Bedeutungen sind wichtig für das Entstehen von Kultur. An der Produktion von solchen Bedeutungen arbeiten wir bei jedem Projekt, ihr natürlich auch. In dieser Vorstellung ist für mich die Kultur die Basis, der Ausgangspunkt des Entwerfens. Das, was ein Ort prägt, der Ort soll umfassend verstanden werden. Das Gegebene ist wichtig, wie auch das Mögliche, was es sein könnte. Und man muss sagen, ein Ort ist immer natürlich eine Vorstellung, ist eine Idee. Das war schon immer so. Mit der Kultur als Ausgangspunkt des Entwerfens stellen sich allgemein andere Fragen. Es geht um mehr als nur um die schöne Form und um mehr als nur die Bewältigung von Problemen, die uns belasten. Selbstverständlich sind auch unsere Sehnsüchte und Vorstellungen, wie das Leben sein könnte, von Relevanz. Was ist Kultur? Das ist eine gute Frage. Das fragen meine Studenten heute mich oft. Was ist dann, wie kann man Kultur bauen? Das ist eine schwierige Antwort, das ist eine berechtigte Frage. Ein Stück weiß muss jeder das für sich selber beantworten. Vielleicht sind das Abmachungen. Kultur ist sicher auch Differenz. Wenn wir keine Differenzen hätten, dann hätten wir eine Einheitskultur, dann würde kein Mensch von Kulturen reden. Kulturen sind Nuancen. Kultur ist vielleicht auch dasselbe, ist die Gleichheit. Auf jeden Fall, Kultur erfordert Entscheidungen. Sie sind nicht einfach da. Kultur kennt auch Grenzen und es braucht ihre Überwindung. Und ich glaube, sehr wichtig ist, Kultur ist vor allem die Suche nach dem Gemeinsamen. Und ich glaube, wer an Kultur glaubt, der glaubt auch an diesen Gemeinsamen. Das Gemeinsame vermag die Formen aufeinander auszurichten und tritt damit an jener Stelle, der Bedingung, die damals oder die ehemals gegeben waren. Also so Orte wie Frien mit dieser Kraft oder auch solche Orte gibt es bei euch auch. Ich werde es in den nächsten Tagen erforschen. Die sind oft entstanden durch Beschränktheit, beschränkte Möglichkeiten der Gewinnung von Materialien oder bestimmte Formen des Umgangs mit Materialien. Und ich glaube, diese Orte werden heute nicht einfach so entstehen, außer wir entwickeln starke Ideen und arbeiten gemeinsam an diesen Ideen. Oft wird über das Authentische geredet. Ich glaube, das Authentische gibt es gar nicht. Niemand ist authentisch. Das wird nur von außen gesehen. Heute braucht man oft den Begriff des Vernakulären. Auch das ist so ein bisschen eine Modeströmung. Schwierig, das Originäre ist das, was uns interessiert. Vielleicht wäre das eine Äquivalenz zur heutigen Architektur.
An solchen Orten ist immer auch die Schwierigkeit der Kunstform. Die Kunstform ist etwas Schwieriges an diesen Orten. Die Kunstform, wie wir Architekten halt oft auch anwenden, wendet sich oft gegen den Spezifischen. Du warst im Frieden und hast gesagt, ja, ich habe eigentlich nichts Neues entdeckt. Das wollte ich eigentlich. Ich wollte das Normative weitertragen. Die Kunstform hat etwas Allgemeines. Ich zum Beispiel empfinde die natürlichen und kulturellen Gegebenheiten eines Ortes oder auch eine Tradition nicht als eine Einschränkung meiner Arbeit. Sie geben mir Halt und stützen meine Handlungsformen. Es ist wie ein geistiges und praktisches Rüstzeug. Diese Nähe zu diesen Dingen erzeugt Beziehungen und sie geben mir Freiraum, wenn ich weiß, ich habe Freunde, wenn es mir schlecht geht, dann fühle ich mich frei. Freiraum wird geschaffen durch Zugehörigkeit, durch Bindung an einem Ort, an einer Kultur, an Konventionen, an Regeln und auch eben durch gute Nachbarschaften. Wir wissen ja, Architektur hat einen großen Anspruch auf Autonomie, das ist berechtigt und notwendig. Autonomie heißt eigentlich Selbstbestimmung, das Erreichen von Freiraum. Und man möchte aus dieser Freiheit heraus arbeiten. Die Konzentration, das Begreifen des Ortes sowie das Eingebundensein an einer Kultur des Gemeinsamen schafft mir diesen großen Freiraum. Ich glaube, dass genau aus diesen Parametern heraus diese Freiheiten erwachsen für mein Wirken. Und letztendlich entsteht daraus eine Architektur der Autonomie. Es ist wichtig, dass man das erfährt, dass man das begreift, dass man diese Eigenheiten eines bestimmten Ortes versteht, diese spezifischen Formen begreift. Das macht mich frei. Und aus dem heraus kann ich natürlich auch wirken an anderen Orten. Dann kann ich autonom sein. Wenn ich nicht aus diesem Gegebenen heraus arbeite, dann werde ich Dinge wiederholen an anderen Orten. Das will ich nicht. Sonst stehen ja diese Autonomien wieder in Konkurrenzen zueinander. Aber autonom sein, das sage ich meinen Studenten immer, heißt nicht weniger Solidarität. Dieser Stein gehört mir. Ein großer Stein, ein wunderbarer Stein. Beziehungen, ich habe eine Beziehung dazu. Beziehungen haben eine eigene Schönheit. Natürlich sollen die Dinge schön sein. Schönheit ist etwas Wichtiges im Leben, sie bewegt die Menschen. Eine Schönheit, die mich interessiert, ist dann mehr als der Glanz der Oberfläche. Das verwendete Material kann dazu führen, die Gestaltung und die daraus entspringende Form, aber auch das Unsichtbare, das, was nur durch eine persönliche Bedeutung zu erfahren ist. Solche Bedeutungen sind in den Dingen angelegt. Mich interessieren diese Gewöhnlichkeiten der Dinge, sie schaffen die Identität des Alltages. Also mein Credo: Das Haus muss nicht eine Kunstform sein, er strahlt durch die Bearbeitung, aber vielleicht etwas Kunstvolles aus. Architektur ist auch Handwerk. In der handwerklichen Kultur wird jedes Gewöhnliche individuell bearbeitet. Der Handwerker geht sorgfältig mit Verfeinerungen um. Wird zu viel verfeinert, dann verliert sich das Edle. Da muss man sehr sparsam damit umgehen. Und ich glaube, wenn diese Dinge zusammenkommen, auch das, was die Menschen an einem Ort besonders gut können, dann strahlen die Dinge etwas Besonderes aus. Heidegger würde sagen,
das Ding dingt, sind nicht stumme Dinge. Also, mein Anspruch an Architektur heißt eigentlich, Nähe gewinnen zu den Dingen. Rückblickend muss ich sagen, du hast es gut erfahren. Du warst zwar neuerdings nicht mehr im Frieden, müsstest du wieder kommen. Ich habe so während 30 Jahren gearbeitet. Das wurde mir jetzt erst bewusst. So sah Frieden aus vor 4 Tagen, wo ich da abgereist bin. Der Winter ist schon gekommen, aber unterdessen gab es wieder warme Tage und der Schnee ist wieder verschwunden. Frieden ist für mich ein Projekt, das nicht gestern anfing und morgen zu Ende geht. Es ist einfach eine Art und Weise zu leben. Es ist Teil meiner Kultur, es ist irgendwie zeitlos und es dauert so lange, wie es dauert. Und die Arbeiten hier an diesem Ort sind Versuche, mich in diesem Ort so gut wie möglich zu installieren, für mich das Leben erträglich machen und für andere auch. Ich arbeite hier an diesem Ort, 1450 Meter über Meer. Die Menschen reden Romanisch, das ist eine Minderheitssprache in der Schweiz. Deutsch ist für uns eine Fremdsprache. Ich habe im Frieden versucht, Räume zu schaffen, die den Menschen, wie gesagt, dienen und auch dem Ort dienen. Die Bedeutungen waren wichtig. Der Ort ist stets im Wandel. Wir wissen ja, Wandel geschieht, ob durch aktives Tun oder passives Folgen. Und wenn wir die Kulturgeschichte betrachten, so war der Wandel oft auch ein Befreiungsschlag von einer bestehenden Ordnung hin zu einer besseren Existenzform. Aber in diesem kulturellen Kontext war der Wandel von zeitübergreifenden Stabilitäten gestützt. Solche Gegebenheiten sind stets Ursachen für uns, heute noch unverzichtbare Orte zu schaffen. Also ein radikaler Bruch ohne diese Kontinuität hätte niemals zu diesen identitätsstiftenden Orten gebracht oder hätte sie nicht herausgebracht oder hervorgebracht. Für die Annäherung an diese Intention ist im schöpferischen Prozess des Architekten das Erinnern genauso wichtig wie das Vergessen. Vergessen bedeutet eigentlich Ballast abwerfen und Erinnern bewahrt uns Werte zu verlieren. Das konservativ Bewahrende und das progressiv Verändernde sind für mich keine Gegensätze, sondern vielmehr Konstellationen für neue Bedeutungen. Aus Bedeutungen formen sich Stabilitäten, die für weitere Veränderungen und auch für das Neue eine unverzichtbare Basis bilden. Ich zeige jetzt ein paar Bilder vom Frieden im Schnelltempo. Das hat mich geprägt in den letzten Jahren. Hier der Dorfkörper. Wir haben neue Straßen gebaut. Es gab eine Güterzusammenlegung. Aus diesen kleinen Teppichen, aus diesen Wiesen wurden, die wurden zusammengefügt zu größeren Flächen. Also durch die Mechanisierung war das eigentlich notwendig. Ihr seht hier diesen Dorfkörper, die Topografie hat eigentlich den Dorfkörper herausgebracht. Das ist der alte Teil, hier der neue Teil, neue landwirtschaftliche Bauten außerhalb des Dorfes. Wir hatten keinen Platz innerhalb des Dorfes. Ställe wurden so gebaut, eine Metzgerei für die Bauern, die Direktvermarktung machen. Geißen, das sind flinke Tiere, die können wunderbar den Hängen hier auflaufen. Auch ich habe da versucht, die Ziegenhaltung zu fördern. Eine Halle, eine Mehrzweckhalle haben wir gebaut, eine Turnhalle. Hier dieser Träger, so ein bisschen im Sinn von Bricolage, Bricoleur. Der Bricoleur hat ja nur bestimmte Werkzeuge, bestimmte Materialien, aus dem muss er
versuchen, etwas Sinnvolles zu machen. Das interessiert mich eigentlich. Das ist auch eine Art, wie könnte man sagen, so Alchemismus. Alchemismus betreiben, alchemistisches Denken. Der Alchemist versucht ja, Gold zu machen aus allem, was ihm zur Verfügung steht. Also hier haben wir ein Tragsystem entwickelt aus 5 Brettern hier, ein Zugbaum. Die sind nicht verleimt, sondern aufeinander gesetzt und die bilden so ein Zugband. Das konnten wir mit Handwerkern aus dem Ort machen. Der Schreiner, der Zimmermann sagte am Anfang, das mache ich nicht, das ist viel zu kompliziert. Und am Schluss hat er es doch gemacht und wurde extrem stolz. Also man kann auch das Selbstbewusstsein der Menschen fördern. Alt-Neu, da war ich noch ein bisschen zu jung und meinte, Alt-Neu als Entgegensetzung, das ist interessant. Und mit der Zeit wird das Holz dann die gleiche Patina haben und dann ist es gut. Meine Erfahrung ist die, Alt-Neu programmatisch denken, das führt zu Zerstörungen von Kräften in einem bestimmten Ort. Das muss sich einfach ergeben. Eine Telefonkabine, die war schon damals dort, wo du im Frieden fahrst. Swisscom wollte eine neue Kabine und ich habe gesagt, wenn ihr eine schöne Kabine, eine schöne englische Kabine bringt, dann ist es okay, sonst machen wir selber eine. Wir haben dann selber eine Telefonkabine gebaut. Strickbau, das ist die Konstruktion von Hölzen, die aufeinander geschichtet werden. Stricken heißt eigentlich, so stricken, Pullover stricken, Holz stricken. Typus und Topus, das hat mich immer fasziniert, das Arbeiten am Typus. Man sieht hier diese Urformen, zwei Raumhaus bis zum Entwerfen mit Zellen. Wenn ihr das Bad von Peter Zumthor im Pfalz kennt, dann wisst ihr ja, dass man setzt eine Zelle, eine zweite Zelle, verbindet man dann den Raum und dann ergibt so ergibt sich ein Raum, ein Zwischenraum. Also das Spiel zwischen Räumen und Zwischenräumen, das ist eigentlich interessant. Oder hier haben wir dann gemerkt, dass man auch mit dem Strick anders denken kann. Man kann viel plastischer denken. Und hier die Totenstube. Das Arbeiten am Typus ist für mich faszinierend. Typus heißt eigentlich das Ideale. Typus heißt das, was sich bewährt hat. Ich mache es, du machst es, er macht. Viele machen das Gleiche, alle finden es gut und es wiederholt sich. Erst so entsteht eigentlich ein Typus. Also Typus ist eigentlich die Vorstellung des bestmöglichen Ortes. Das Topologische ist genauso wichtig. Topos. Topos heißt eigentlich die Konfrontation des Typus mit dem Ort. Also Typus ist etwas von der Welt und man setzt das an einem anderen Ort oder an einer anderen Stelle an einem Ort, dann entsteht Topos. Wenn diese bestimmten Gegebenheiten, die diesen Ort eigentlich beeinflussen, dann Einzug finden, dann erst dann entsteht, glaube ich, der bestmögliche Ort. Das ist so eine Konstruktion mit dem Strickbau. Der Strickbau, das sind Hölzer, die aufeinander geschichtet werden. Das war eine Konstruktion, die im ganzen Alpenraum sehr bekannt war. In den letzten Jahren wurde diese Konstruktion verdrängt durch andere Holzbauweisen. Aber wir wollten sie in Frieden noch weitertragen. Das war eine bewusste Entscheidung. Es geht nämlich im Frieden mehr als nur um ein Bild, mehr als um die Bewahrung eines vielleicht malerischen Dorfbildes. Der Strickbau ist hier eigentlich viel mehr, um ihn versammeln sich Wissen und Kultur und es verdichtet dann plötzlich zu sozioökonomischen Zusammenhängen und
leisten eigentlich einen wichtigen Teil für eine Wertschöpfungskette. An diesem Ort, abseits von den Zentren, ist das unglaublich, unglaublich wichtig. Der Strickbau erfordert natürlich auch ein sehr starkes handwerkliches Können. Man muss die Konstruktionsregeln beachten. Das Holz setzt sich. Wenn ich ein stehendes Holz zum liegenden Holz setze, dann geht das nicht ganz auf mit den Setzmaßen. Darum muss ich all diese Regeln begreifen. Ich muss sie akzeptieren. Ich muss ich darf sie nicht negieren, sonst verletze ich eigentlich das Prinzip und die Geschichte fällt in sich zusammen. Es ist möglich, diese Konstruktion in verschiedenen Kombinationen einzusetzen. Man kann den Strickbau innen verkleiden, außen verkleiden. Ich kann auch in eine Doppelkonstruktion bauen, wie hier, und dazwischen isolieren. So sehen dann solche Häuser aus. Das ist der Innenraum dieses Hauses, sehr skulptural gedacht. Ich wollte nur ein einziges Material verwenden für den Boden, für die Wand, für die Decke, für die Treppe. Da habe ich mich sehr stark an Eduardo Chillida orientiert. Ihr kennt diesen wunderbaren Bildhauer aus Spanien. Er hat ja immer so diese Hohlkörper rausgeschnitten aus seinen Materien, aus seinen Materialien. Und bei ihm hat man das Gefühl, dass was rausgeschnitten ist, das hat so viel Substanz wie die Masse an sich. Das finde ich wunderbar. Schaffe in der Grein, eine schöne Hochebene. Die Wiederholung ist mir unglaublich wichtig. Das ist überhaupt nicht Monotonie. 1000 Schafe, Glied an Glied, Kopf an Kopf, Schwanz an Schwanz. Faszination pur. Ich habe selten etwas so Schönes gesehen. Hanke hat einmal gesagt, in der Wiederholung glänzt du am meisten. Mit der Zeit entsteht dann so etwas wie eine Souveränität, auch durch die gemachten Erfahrungen. Man beherrscht dann plötzlich etwas, man versteht auch Prozesse, man kennt die inneren und äußeren Einflüsse. Die Veränderungen durch Wiederholungen, das ist unglaublich wichtig. Wenn ich heute etwas mache, morgen mache ich etwas ganz anderes, dann merke ich, es ist etwas anderes, aber ich weiß nicht genau, was sich verändert hat. Wenn ich immer wieder an den gleichen Dingen übe, dann werde ich dann auch merken, was sich verändert hat. Also dieses Spüren des Wandels, das, glaube ich, erfährt man am meisten, am besten in der Wiederholung. Und auch die Monotonie ist wichtig, vielleicht ist es doch ein bisschen monoton. Ich glaube, Monotonie bereichert. Also ich erinnere mich gut an diesen Paternos und der Stille der Mors, das Gebet so eine Stunde lang einfach losrattern, das Gleiche ohne zu denken. Diese Monotonie, das ist für mich unglaublich bereichernd. Ich glaube, wenn man die Monotonie erträgt, dann wird vieles besser sichtbar. Qualitäten kommen dann zum Vorschein. Also ich glaube, Wiederholung hat Kraft. Was hat Goethe gesagt? Wenn einer eins tut, tut er alles. Sozusagen, wenn du etwas richtig verstehst, dann verstehst du auch das andere. Ich sage oft meinen Studierenden, bleib an etwas dran bis ans Lebensende. Ob das Bienenzucht ist oder was, ist egal. Etwas richtig, das Leben lang machen, ich glaube, das ist eine Bereicherung. Auch hier, das ist eine kleine Skizze für das Appenzellerland. Das ist eine Landschaft, vielleicht hier, ähnlich wie im Elsass, so ein bisschen hügelig, nicht so bergig wie bei uns. Hier sieht man diese Schnecken, die Ställe, die Bauernhöfe, die über diese Hügel schleichen. Und
Mir waren diese Distanzen wichtig zwischen diesen einzelnen Höfen. Und die werden auch überall heute zugebaut. Und das ist genau das, was dem Ort seine Identität gibt, diese Distanzen. Die Distanz zwischen den einzelnen Höfen, die freien Flächen, das ist unglaublich wichtig. Mit diesem Bild wollte ich die Appenzeller sagen, passt auf, macht eure Freiräume nicht kaputt. Raumbildung versus Raumgestaltung, nochmals zum Strick. Das Interessante am Strickbau, die einzelnen Zellen, die sind raumbildend und raumgestaltend. Also sie machen beides, also zwei Wände so. Das ist keine fertige Zelle, ich brauche vier Wände, dann mache ich einen Raum. Oder wir haben natürlich auch gespielt und gesagt, ja gut, diese Enden, die müssen eigentlich in sich tragen, das trägt noch nicht, das ist keine Stabilität, das erreiche ich erst durch die abgeschlossene Zelle. Die Zelle ist eigentlich das Wesentliche dieser Strickkonstruktion. Raumbildung ist mir unglaublich wichtig. Ich habe oft das Gefühl, Raumgestaltung, wir reden heute viel von Gestaltung und Raumgestaltung, da habe ich das Gefühl, das ist ein bisschen Tapezieren. Raumbildung, das ist etwas anderes, da bin ich mit meinem ganzen Körper da. Raum bildet sich um mich herum. Der Leib, das Gefühl ist wichtig. Diese Totenstube, ein Aufbahrungsraum für verstorbene Menschen, die früher wünschten sich einen Wandel im Umgang mit dem Toten. Bis im Jahre 2005, glaube ich, wurden die Toten daheim aufgebahrt, 3 Tage lang. Ich wollte das nicht verhindern. Ich wollte wissen, warum dieser Wandel. Und niemand wollte so richtig sagen, aber man spürte es. Die Verdrängung des Todes, das ist da. Und wir haben dann die Friedner eingeladen, um über das zu diskutieren. Wir haben über Rituale geredet, über Sinn und Bedeutung von Ritualen. Ich konnte selber große Erfahrungen machen. Meine Eltern sind daheim gestorben, bevor die Totenstube gebaut war. Sie starben vorher. Das ist der Sarg meines Vaters in der Stube. Da steht der Sarg und Stühle rundherum. Ich wurde also sehr stark schon in meiner Kindheit mit dem Tod konfrontiert. In einem Dorf ist das Ableben eines Menschen immer auch ein öffentliches Ereignis. Man kann der Konfrontation mit dem Tod gar nicht ausweichen, weil man die Leute so gut kennt. Man kennt jeder im Dorf. Das ist anders, wenn ich nur innerhalb von meiner Familie jemanden kenne. Ich kenne das ganze Dorf, also von dem her bin ich auch Teil dieses Ereignisses. Also man kann dem Ort, dem Tod nicht entrinnen. Und vielleicht wird er genau durch das sich nicht entrinnen können, wird er auch erträglich. Und mit der Zeit fing ich an, mich mit diesem Trauerritual auseinanderzusetzen. Ich habe es dann versucht zu begreifen und zu schätzen. Und ich habe dann gemerkt, im Spiegel sich so eine Art magische Schönheit. Die Stille d'Amors steht außerhalb des Friedhofes, dort wo die Grenzlinie ist zwischen Kirche und Dorf. Ich wollte sie unbedingt außerhalb des Friedhofes bauen. Das Thema war Trauen und Trauen können die Toten nicht, also ist es für die Lebendigen gemacht, also muss es außerhalb des Friedhofes sein. Hier der Grundriss, es gibt 2 Geschosse oben, unten im Erdgeschoss, da kann man rein, man kann auch von oben den Raum betreten und geht dann runter. Und dann ist der Aufbahrungsraum, hier wird der Tote aufgebahrt, hier an dieser Stelle. Und oben wird auch Kaffee getrunken.
Das ist wichtig. Trauern heißt auch lachen. Man muss auch Witze machen können über den Verstorbenen. Das ist unglaublich wichtig. Das ist der innere Raum. Außen ist es mit Casein behandelt. Also wir wollten bewusst eine andere Erscheinung als die Erscheinung der Häuser. Holz wurde sozusagen zu Stein gemacht. Innen ist es mit Schellack behandelt. Schellack ist ein uraltes Material, wo man für die Oberflächenbehandlung von Möbeln verwendet hat. Atmosphäre ist mir extrem wichtig. Auch hier stelle ich mir einfach die Frage, nach welcher Atmosphäre, für was? Meine Kritik ist die Orte gleichen sich, es sieht überall gleich aus. Ich plädiere dafür, auch Atmosphären auf einer kulturellen Basis zu entwerfen. Atmosphäre ist ja etwas Unbestimmtes, etwas schwer Sagbares, man weiß nicht so recht, ob ich etwas reingebe oder ob etwas auf mich zukommt. Ja, scheint etwas auf mich zuzukommen. Man weiß nicht so recht, ob die Atmosphäre dem Objekt zuzuschreiben ist oder dem Subjekt, der sie wahrnimmt. Also Atmosphären sind weder ganz subjektiv noch ganz objektiv. Aber Bruno Latour redet vom Quasi-Objekt und Quasi-Subjekt. Und Atmosphären haben immer auch mit Erfahrungen zu tun, ohne ein bereits Gewesenes, ohne die Erfahrungen, ohne dieses bewusste Erleben können wir gar nicht eine Atmosphäre erfassen. Und Resonanz, das ist wichtig, das ist die höchste Stufe der Stimmigkeit oder der Atmosphäre, wenn etwas auf mich wieder zurückgeworfen wird. Ich glaube, die Atmosphäre ist am kräftigsten, wenn sie ungerichtet ist. Also wenn ich etwas im Raum habe, wo zu viel Raum nimmt, dann kann gar keine Atmosphäre entstehen. Wenn ich nur konstruiere nach statischen Prinzipien, ohne darüber hinwegzugehen, dann ist es schwierig, eine Atmosphäre entstehen zu lassen. Ich glaube, Atmosphären kann man planen und bauen. Bei der Totenstube ging es genau um diese Atmosphäre. Wir wollten eine spezielle Atmosphäre. Wir wissen ja, in der Zeit des Trauerns funktionieren die Menschen ganz anders. Sie sind oft sehr aggressiv. Also man kann das Verhalten oft gar nicht so richtig erklären. Darum war es wichtig, eine Struktur zu schaffen, wo man einander aus dem Weg gehen kann, aber auch aufeinander zugehen kann. Gut, das war Frieden. Vom Frieden musste ich lernen, mit relativ wenig finanziellen Mitteln etwas Sinnvolles zu machen. Oft haben wir der Einsatz vom Materialien auch eingeschränkt. Es war oft eine bewusste Begrenztheit. Also wir haben einfach einen Perimeter abgesteckt und gesagt, wir holen das Material nur aus diesem bestimmten Perimeter. Vielleicht ist das altmodisch, sicher nicht zeitgemäß, würden viele sagen. Ich musste oft mich am Schluss zurücknehmen. Ich wollte schon ein bisschen mehr wagen, aber ich wollte einfach die Kraft dieses Ortes erhalten oder sogar stärken. Oft war der Ansatz ein bisschen gewagter. Ein anderer Ort, am Kloster Dies, auch hier konnte ich wichtige Erfahrungen machen. Ein Kloster aus dem 12. Jahrhundert, Benediktinerkloster. Ich habe den Auftrag bekommen, ein Mädchenhaus zu bauen. Es war ein Wettbewerb und wir konnten das realisieren und am Schluss fand ein unglaublich schönes Gespräch mit den Mönchen statt. Sie
wollten mit mir weiterarbeiten und ich habe gesagt, gut, dann versuchen wir das ein bisschen, unsere Erfahrungen ein bisschen auszuweiten. Es ging in dieser Zeit darum, um die Frage, ob sie den Klosterstall oder die Landwirtschaft zum Kloster erhalten sollten oder nicht. Der Stall war abgebrannt und es war eine wichtige Frage, wollen wir den Landwirtschaftsbetrieb weiterführen oder nicht. Und aus dem heraus habe ich dann Ihnen oder für Sie ein Konzept entwickelt, eine andere Art von Wissen versucht umzusetzen. Wir haben dann gemerkt, dass diese Art von Wissen sehr stark nicht das Informationswissen, sondern Erfahrungswissen, auch für junge Menschen sehr stark aus einem Konzept der Landwirtschaft zu holen ist. Also von der Landwirtschaft kann man sehr vieles erfahren. Also die Abtei, die Schule und der Klosterbetrieb, das sollte zu einem anderen Ensemble von Wissen zusammenkommen. Das Mädcheninternat, jedes Mädchen hat eine Zelle, eine Klause. Zelle tönt hässlich, eine Klause, sie sind ja sehr frei. Hier sieht man den Grundriss, vier Geschosse übereinander plus ein Untergeschoss. Das sind die Zimmer der Mädchen. Es ist ein Internat, die gehen da zur Schule und können am Abend nicht mehr heimfahren oder heimgehen. Es gibt da diesen mittleren Raum, diese Stube, wo sie sich versammeln. Und ihr seht, dieser Raum ist immer in einer anderen Richtung gesetzt. Die Topografie ist relativ steil, darum war es möglich, von außen direkt die Wohnung zu betreten. Also man muss nicht hier unten im untersten Geschoss reingehen und dann den Liftknopf drücken, sondern ich kann direkt reinkommen. Und das ergab uns da viele Möglichkeiten. Wir mussten keinen Fluchtweg bauen. Das ist der innere Körper, die Treppe, da sitzen die Mädchen drinnen. Eine Küche hat es hinten, hier kuscheln sie sich zueinander. Dieser Körper ist so wie eine Metapher für Beziehungen. Also da machen sie die ersten Beziehungen. Das andere wichtige Element sind die einzelnen Zimmer. Ihr habt gesehen, die Fenster außen in der Fassade, diese Sitznischen, da sitzen sie rein, es wird beheizt und das ist das kleine Fenster, man kann es auftun. Ein Fenster ist für mich nicht nur eine Schicht zwischen innen und außen. Ein Thema bei uns, ein Semesterthema bei uns war vom Fensterbild zum Fensterplatz. Also die besten Orte waren oft die Fensterplätze. Und mit diesem Projekt wollten wir in dieser Richtung arbeiten. Das ist der Klosterstall, das abgebrannt ist. Und hier wollten wir eben so einen Erfahrungsraum oder mindestens einen Beobachtungsraum für die Klosterschüler bauen. Also es muss natürlich auch für die Landwirtschaft funktionieren, ist klar, es muss auch rentieren, aber es ist auch ein Raum, um gewisse Sinne zu bereichern, Sensibilitäten zu fördern. Ein großer Gang, der geht hier durch den ganzen Hof hindurch und da unten stehen die Kühe, man kann sie beobachten, ohne sie zu stören. Ja, das ist dies und dies. Aus diesem Ort konnte ich auch wichtige Erfahrungen machen. Ich habe da Lefebvre verstanden, wenn er sagt, damit ein Ort, ein ganzheitlicher Lebensort wird, müssen drei Dinge erfüllt sein. Es braucht eine Produktion von Produkten.
Daraus entsteht eine Produktion von Wissen und als drittes eine Produktion von Bedeutungen. Also ohne selber etwas zu produzieren, entsteht gar kein Wissen. Und erst durch das Wissen entstehen Bedeutungen. Hier ein anderes Projekt, ein Gasthaus an einem kleinen Ort. Und die Herausforderung war hier, einen Ort zu bauen, der mithelfen kann, einen Teil des verlorenen Gemeinschaftssinnes wieder zurückzubringen. Wir haben ein altes Haus umgebaut und ein neuer Teil dazugebaut. Wir wollten bewusst nicht diese Gegenüberstellung von Alt und Neu, sondern die Zeitschichten sollten auch nicht ablesbar werden, sondern eher eine Gleichwertigkeit dieser Zeitschichten schien uns richtig an diesem Ort, weil dieser Ort ist unglaublich kräftig und wir wollten keinen Kontrast dazu setzen. Wir glaubten, das würde dem Ort seine Kraft nehmen. Das ist ein Modell der Treppe. Wir bauen gerne solche abstrakte Modelle, auch an der Schule, oft auch sehr stark im Sinn von Metaphern. Ich glaube, am abstrakten Modell kann man die wesentlichen Teile einer Idee setzen, und wenn man etwas ändert, dann spürt man es viel besser als an einem genauen Modell oder am Rendering. Also damit will ich nicht sagen, das sei das bessere Werkzeug. Für jeden Teil einer Arbeit braucht es bestimmte Werkzeuge. Auch hier, die Leute wollten einen Saal und am liebsten ein Panoramafenster hier. Und dann haben wir dieses Tanzbar im Raum gesetzt und gesagt, schaut, auch wenn ich ein Fenster hier setze, ein Fokus, ein Bild setze, dann tanze ich mit meiner Partnerin und wir werden ständig von diesem aggressiven Licht bedrängt. Und meine Partnerin wird sagen, wo bist du? Das hat genützt, wir haben es geglaubt und sind auf den Diskurs dann eingestiegen. So sieht der Saal aus, auch diese drei Seiten mit diesen repetierenden Elementen mit Fenstern. Das ist so vielleicht im Sinn von Bruno Latour, wenn er sagt, quasi Objekt, quasi Subjekt. Also ich sehe immer, sieht man jetzt auf diesem Bild nicht so gut, ich sehe immer andere Bilder. Also hier ist es grün, hier ist eine graue gemauerte Wand, auf der anderen Seite eine Stallwand, und die Bilder sind unglaublich unterschiedlich, und plötzlich durch die Wiederholung der Fenster gibt es so ein Wechselspiel zwischen innen und außen. Und ich glaube, die Idee von Bruno Latour, wenn er sagt, oder wie er in seinem Buch Das Parlament der Dinge beschreibt, könnte hier funktionieren atmosphärisch. Parlament der Dinge heißt bei ihm eigentlich auch die Natur, oder das Ding sollte eine Stimme haben. So ein kleiner Saal, eine kleine Bühne zwischen Innenraum, Außenraum, eine Art Scharnier, das Gasthaus unten mit einer Säule in der Mitte. Diese Säule wollten die Leute mit dem Umbau natürlich weghaben. Wir haben dann hier zwei Stammtische gesetzt, so in der Diagonale der Stütze. Und diese Stütze ist unglaublich schön. Sie schafft Distanz und schafft auch Verbindungen. So ein Zimmer, ein altes Zimmer und ein Raum, ein unbrauchbarer Raum. Vielleicht so im Sinn der Heterotopie von Foucault, wenn er sagt, so eine andere Welt oder eine Gegenwelt zum Alltäglichen. Also auch solche Räume sind unglaublich wohltuend in so einem Gebäude. Was ich von Valandas gelernt habe, hier haben wir am Anfang gesagt, wir stellen uns ein Ereignis vor.
Und damit ein Ereignis funktioniert, braucht es Menschen, die teilhaben an diesem Ereignis. Und ich brauche Räume, ich brauche eine Struktur, damit dieses Ereignis überhaupt stattfinden kann. Es ist nicht gewaltig, aber ein anderer Weg und es entsteht schon ein bisschen eine andere Lösung, glaube ich, für mich. Das habe ich so gespürt. Also das Ereignis stand eigentlich am Anfang. Es hat dann mit den Jahren für mich zu einer Art des Denkens geführt. Es gibt drei Dinge, die mir wichtig sind im Leben und in meinem Leben als Architekt. Das erste, das Kosmopolitische als Denkart. Mit Kosmopolis meine ich das präzise und aufmerksame Verhalten im Lokalen. Kosmopolis ist etwas ganz anderes als Globalismus. Der Fokus ist immer auf etwas Bestimmtes gerichtet, mit den Kenntnissen der Welt als Ganzes. Ich muss wissen, wie die Welt funktioniert. Ich bin kein Kosmopolit, ich bleibe am liebsten daheim, aber ich komme ja um das nicht herum. Ich muss irgendwie das Wissen haben, was für äußere Einflüsse auf mich zukommen. Wenn ich das nicht gewusst hätte im Frieden, wäre wahrscheinlich ziemlich alles gescheitert. Die Stärkung von Differenzen ist mein Ziel. Das ist nicht ganz konfliktlos. Es braucht natürlich der Respekt vor der Andersartigkeit. Das ist dann meine zweite wichtige Regel, die Differenz als Arbeitsmethode. Mit Differenz meine ich nicht das willkürlich andere, sondern Differenz ergibt sich einfach aus der Entfaltung des Stärken des eigenen Ortes. Wenn du das, was du am besten kannst, dann verstärkst und dich auch, dann entstehen Differenzen. Das ist das, was mich interessiert. Differenz ist etwas anderes als Eigenheit. Eigenheiten sind isolierte Elemente. Und wenn man schafft, diese Eigenheiten zueinander in Beziehung zu bringen, dann entsteht so ein Verständnis für das andere, für diese spürbaren Differenzen. Ich habe dann 5 Thesen irgendwie entwickelt für die Differenzbildung, also für die Schaffung von Differenzen. These 4 sagt zum Beispiel, Differenzen zu anderen Orten werden erst durch ein Quantum des Fassgleichen wirksam. Des Fassgleichen. Also wenn ich in einem Quartier 10 Bauten habe, unterschiedlich, dann werde ich merken, aha, das ist anders, das sind Differenzen. Aber eine Kraft, etwas Identitätsstiftendes, entsteht erst durch das Quantum des Fassgleichen. Und das dritte ist dann die Zuwendung zum Lokalen in der Umsetzung. Lokal heißt für mich die Nähe zu den Dingen gewinnen, Beziehungen. Das hat nichts mit dem Berg zu tun, wo ich wohne, hinter dem Mond, wie man sagt, sondern in dieser Vorstellung könnte Lokales bauen oder ist Lokales bauen auch in der Stadt möglich, die Nähe zu den Dingen, diese Dinge verstehen. Also diese Dreiteiligkeit, Kosmopolis als Denkart, Differenz als Arbeitsmethode und die Zuwendung zum Lokalen in der Umsetzung, mit dem mache ich noch keine Architektur, aber ich habe eine Grundhaltung. Und das Ziel wäre für mich, auch Heidegger zu zitieren, eine neue Art der Bodenständigkeit, eine zeitgemäße Bodenständigkeit. So, jetzt zeige ich noch ein paar kleine Projekte. Das waren diese drei Erfahrungsräume für mich. Jetzt zeige ich Projekte, die außerhalb des dörflichen Kontextes stehen, irgendwo in der Kulturlandschaft, in der freien Landschaft. Es ist für mich viel schwieriger zu bauen in der freien Landschaft als im Kontext des Dorfes. Also wenn ich dort den Anspruch habe, das zu verstärken, wo vorhanden ist, oder einen kräftigen Ort zu entwickeln, ist es viel, viel schwieriger. Hier diese wunderbare Hochebene, hier gibt es eigentlich außer Wasser und Steine nur noch Horizont.
Und wir haben diese alpine Hütte gebaut, eine SSC-Hütte, wie wir sagen in der Schweiz, gibt es in Frankreich auch, in Deutschland, auf 2300 Meter über Meer. Ich konnte die Leute dazu bewegen, Steine zu sammeln. Es gab ja nur Steine und die Leute kamen in Scharen und haben Steine gesammelt. In der Regel werden solche Hütten heute in Leichtkonstruktion gebaut. Man nimmt einen Helikopter, fliegt es rauf und dann verkleidet man es mit Blech. Ist auch okay, aber wir wollten eigentlich hier etwas anderes und das ist dann gelungen. Das ist noch die alte Hütte, der Kern des ersten Umbaus. Und hier auch mein Lieblingsmotiv. Ich glaube schon Corbusier hat einmal gesagt, schneide ein großes Loch, aber stelle etwas davor. Also dieses Bild, die gewöhnlichen Bilder, wie wir heute oft sehen, die passen mir eigentlich nicht. Ich sehe es lieber in diesen Schichten. Eine Waldhütte in einer Gemeinde, die wollten ein Haus für Schulklassen, für Leute, die sich mit dem Wald beschäftigen. Und wir haben dann überlegt, was könnte das sein und zum Schluss gekommen, wir möchten ein Haus bauen für die Wahrnehmung, für die Schärfung der Wahrnehmung. Ein Haus für die Wahrnehmung, für die Schärfung der Wahrnehmung. In diesem Wald herrscht eine bestimmte Atmosphäre, es hat viele Bäume und ein weicher Boden, das hat uns überzeugt. Das ist der Grundriss, dieser Raum hier mit diesen Nebenräumen, hier kommt man rein. Diese nach oben schwingende Form, wir wollten nicht eine beliebige Form bauen, sondern es ging hier um verschiedene Phänomene spürbar zu machen, zum Beispiel das Heizen. Hier ist ein Ofen drinnen und die Leute sollen spüren, wie Wärme entsteht. Ich weiß nicht, wer von euch schon die Strahlungswärme erfahren hat. Das ist etwas ganz anderes als Konvention. Also dort hat man das Gefühl, die Wärme hat ein spezifisches Gewicht. Man kann es herumtragen. Und die Wärme steigt ja hier. Und darum ist es das hier ein bisschen niedriger. Und wenn es mir zu warm ist, dann bin ich hier vorne. Ich bewege mich im Raum. So sieht es aus, so sieht dieser Ofen aus. Und auch diese Säulen, die sind viel kräftiger als eigentlich, was die Statik verlangt. Also auch hier, wir wollten uns nicht damit begnügen, einfach das, was auf dieser wissenschaftlichen Ebene als richtig deklariert wird, sondern uns interessierte vor allem auch diese Atmosphäre und drum. Die Stämme sind so dick, 40 mal 40 cm. Und wenn ich an einem bestimmten Ort stehe, dann sehe ich plötzlich nicht mehr raus. Also hier sieht man die Natur, den Wald und hier eben nicht. Und etwas anderes war wichtig, wir haben gesagt, im Holz, im Stamm gibt es eigentlich kein Teil, der nicht brauchbar ist. Man muss es einfach richtig verstehen, was ich aus diesem Holz machen kann. In diesen Stämmen ist der Mark noch drinnen. Der Mark ist ja der Kern des Stammes. Und das, wenn man diesen Mark nicht rausschneidet, führt es halt zu diesen Rissen, aber das hat uns überhaupt nicht gestört. Die Riffbretter rundherum, das sind so die Teile des Stammes, des Baumes außerhalb des Marktes. Das sind natürlich die besten Bretter, mit denen macht man Möbel, mit denen macht man Böden oder Wandvertäfferungen. Das haben wir so gemacht. Und hier oben, das sind dann Seitenbretter. Das sind die Bretter mit den langen Jahrringen, die verziehen sich nach allen Seiten. Und aus dem haben wir ein Geflecht gemacht. Wir wollten auch eine spezielle Akustik haben. Hier drinnen kann man nicht singen, es wird sofort alles absorbiert. Wir stellten uns eine
eine Atmosphäre vor, wie unter Zweigen im Wald, wenn man sich unter einem Baum, einem Jungenbaum hineinkriecht, dann frisst der Raum oder der Baum deine ganze Stimme weg. Das war eigentlich das Ziel dieses Raumes. Und hier die Sicht nach außen, wieder kein Panoramasicht, sondern die Sicht in den Wald, also in der anderen Richtung hätten wir da die Landschaft betrachten können, aber wir wollten es nicht. Wir haben bewusst auf diesem Ort fokussiert, an diesem speziellen Ort für diese spezielle Aufgabe. Also auch hier diese Idee vom Wechselspiel zwischen Ding und Mensch funktioniert einigermaßen gut. So, hier ein kleiner Turm, das ist aus dem beim Eingang des NEAT Eisenbahntunnels hat man einen Raum mit dem Aushubmaterial neu bespielt oder neu aufgefüllt, und wir bekamen den Auftrag, hier einen Aussichtsturm zu bauen. Aussichtsturm. Für mich war das noch recht schwierig. Ich habe immer nur Dinge gebaut, die Sinn machten, die ganz nahe an der Existenz standen. Und so. Ja, dann haben wir gesagt, ja gut, dann schauen wir, was da möglich ist. Und natürlich auch hier wieder ein bisschen im Raum herumgesucht und geschaut, was haben wir. Dann haben wir wunderschöne Weißstämme gefunden, die Weißtanne. Das sind sehr schöne Hölzer, sehr gleichmäßig gewachsen. Und so eine archaische Form dann entwickelt. Ein Ring oben zuerst gebaut und dann die Stämme so aneinander gesetzt hier. So, hier ein Ring, eine Treppe in der Mitte. Die Stämme sind so angelehnt. Oben eine Krone, ein Hut, ist klar. Hier diese vier Kanzeln, man kann nach allen Seiten schauen. So sieht der Turm aus. Weidengeflecht, wunderbares Weben mit Materialien. Die Weide kam dort aus dem Ort. Und wir, auch die speziellen Handwerker konnten hier ihre überzeugende Arbeit zeigen. Eine Treppe, die mit der Zeit ein paar schöne Spuren hinterlässt. So, das war der Turm hier, das letzte Projekt, ein Turm in einem Tierpark. Auch wieder ein Turm. Die Leute haben den anderen Turm gesehen und gedacht, ja, der gefällt uns gut, also bauen uns auch einen Turm. Der andere war 11 Meter und der ist jetzt 30 Meter, dreimal höher. Ich weiß nicht, ob ich mir zutraue, nochmals dreimal höher zu bauen. Das war die erste Skizze. Man macht Überlegungen, was könnte es sein. Ist es etwas Handwerkliches? Ist es Funktionales? Ist es der verrückte Begriff der Innovation? Ist der mir sympathisch oder ist es eine Kunstform? Ja, dann gab es da meinen Bündner Nachbar, den Alberto Giacometti, mit dem schreitenden Menschen. Ich sage auch meinen Studenten, ihr könnt ruhig mit Bildern arbeiten, aber versucht diese Bilder zu verstehen. Und ich glaube, wenn du es einmal verstanden hast, dann ist die Gefahr der Kopie relativ gering. Man getraut sich gar nicht zu kopieren, wenn man etwas verstanden hat. Sonst funktioniert die Moral nicht mehr. Sie lässt einem beiseite. Also Bilder verstehen, dann ist die Gefahr des Kopierens geringer. Ich habe so eine Methode entwickelt, Projekte, Ideen zu entwickeln.
gehe mal hin und schaue, was im Ort möglich ist. Und gehe ich heim und entwickle etwas. Und dann gehe ich wieder hin und versuche, das zu zerstören. Und wenn es nicht zerstören lässt, wenn es haltet, dann kann man weiterarbeiten an dem. Es ist oft ein Verzweiflungsakt. Wo kommt man zu guten Ideen? In der Regel funktioniert es bei mir in der Kirche relativ gut. Ich gehe nicht immer in der Kirche, nicht jeden Sonntag, aber immer wieder. Der Pfarrer haltet da seine Predigt und ich höre nicht zu. Ich denke an meine Projekte, aber ich muss doch still sein. Das ist ein guter Moment, Ideen zu entwickeln. Also, das geht bei mir relativ gut. Und dann, bei diesem Turm kamen wir einfach nicht weiter. Dann habe ich meinem Mitarbeiter gesagt, komm, laufen wir durch diesen Ort, ein kleiner Ort, da leben 30, 40 Leute. Und dann haben wir so ein Ding gesehen. Also es gibt überall wunderbare Formen zu finden. Man muss nur genau hinschauen. Alles vergessen, was man weiß. Eben Erfahrungen abstreifen. Und dann sahen wir diesen Bock hier, den hat man gebraucht, um Holz zu schneiden. Also hier drauf war eigentlich der Holzstamm und mit der Säge wurden dann die einzelnen Teile abgeschnitten. Und das gab uns dann einen interessanten Impuls. Dann haben wir diese Form entwickelt. Zuerst hat man eine Form und dann ging es hier vor allem um die Geometrie, so zwei Teile zueinander. Relativ schnell kam dann die Idee, diesen Bock am Ort zu festigen. Und wir sahen dann diesen Turm als Teil des Wegnetzes. Man kann an diesem Ort überall herumlaufen, überall hat es Straßenwege. Und hier bei diesem Turm dachte ich, könnte man hier raufklettern, runter und wieder weg. Und hier ging es um die Prüfung der Geometrie, wie stark sollen wir die Beine spreizen. Und oft ist es interessant, wenn man dann ein Objekt nimmt, das man kennt, das ist einfach der Maßstab im Vergleich, das Haus, dann weiß ich, so hoch ist das. Ich hatte keine Ahnung, 30 Meter oder 35 Meter hoher Turm. Wie viel ist das? Wie viel ist das in Realität? Das ist der Grundriss. Unten stehen die zwei Kästchen in einem Abstand zueinander und plötzlich kommen zusammen, sie verschmelzen sich und oben gibt es dann eine Plattform. So sieht es im Schnitt aus. Du gehst hier rauf, sie geht hier rauf, da oben sehen wir uns das erste Mal, kommen aber nicht zusammen, wir gehen weiter. So, plötzlich gehen wir gemeinsam weiter und oben wird geheiratet. So sieht der Turm aus, je nach Situation anders. Hier diese gespreizten Beine, die Form von unten, hier fängt er sich an zu bewegen. Also, das war natürlich auch die Idee, das Ding nicht stumm zu machen, er soll sich bewegen. Also, Alberto hat mich sehr stark geholfen. Und im Inneren eine Atmosphäre aus Licht, Material, Form, Gang. Es verschmilzt sich zueinander. Und hier war mir auch wichtig, das gleiche Material in verschiedenen Variationen einzusetzen. So sieht er jetzt aus. Und noch kurz eine Idee für ein neues Projekt. Hier geht es um ein anderes Wohnen im Berggebiet. Wir möchten ein neuer Dorfteil bauen. Und die Idee ist eigentlich die, wir möchten das Lebensgefühl des alten Dorfes im Neuen hineinbringen. Also nicht das Gleiche, nicht die gleichen Formen, nicht die gleichen Räume, sondern vielmehr die Atmosphäre, das Lebensgefühl.
Hier sind 21 Einheiten geplant, so Wohnungen in einem Bergdorf, viel dichter, fertig mit den einzelnen Häusern. Die Häuser stehen dann, oder die Wohnungen stehen dann in einer viel intensiveren Beziehung zueinander. Das ist der Grundriss. Das Gelbe sind so zweckfreie Räume. Ich mag diese zweckfreien Räume. Zweckfrei heißt eigentlich, die Nutzung ist offen. Die Räume wären ungeheizt. Das sind so Häuserzellen aneinander. Und das Problem ist immer, du bist ja Wohnung an Wohnung und fühlst dich eingeengt. Und im Dorf ist das natürlich nicht der Fall. Drum dieser zweckfreie Raum, der ist unbeheizt. Das ist die Wohnung, das ist die Küche, der einzige Raum, wo mit Technik installiert ist. Und es gibt dann auch Wärme ab den anderen Räumen. Und hier kann ich herumspazieren. Ich folge eigentlich im Außenraum den Tagesrhythmus. Am Morgen kommt die Sonne hier auf, ich bin vielleicht hier am Arbeiten und am Abend bin ich hier. Diese Räume können natürlich auch anders genutzt werden als Abstellraum, so als es ist so eine Art moderner Stall. Ich sage, im Berggebiet ist das doch wahnsinnig, wenn du neben der Wohnung noch einen Stall hast. Und das wäre jetzt eine andere Form, wirklich eine Art des modernen Stalles. Wir möchten mit dem eigentlich zwei Sachen erreichen. Einerseits den beheizten Raum kleiner halten und andererseits dieses Spüren von Größe ein bisschen relativieren. Man weiß nicht so recht, wie groß das der Raum ist. Lampedusa hat einmal gesagt, ich möchte in einem Haus bauen. Er hat anders gesagt. Was hat er gesagt? Ein Haus, in dem ich alle Räume kenne, ist nicht gerecht, bewohnt zu werden oder so irgendwie. Und ich würde gerne in einem Haus wohnen, wo ich bis am Schluss des Lebens noch nicht alle Räume gekannt habe. Also diese Qualitäten müssten immer wieder aktiviert werden. Das sind so die Chilides-Kulturen, die mich faszinieren bei der Formung der Küchenräume. Und da machen wir parallel zudem eine Forschungsarbeit. Wir haben ja in der Schweiz das große Problem von Minergiehäusern, Labelhäusern. Ich weiß nicht, ob das auch für euch ein Problem ist. Ich möchte nicht in einem Labelhaus wohnen, sondern ich möchte in einem guten Haus wohnen. Und wir haben eine Forschungsarbeit gemacht im Lehrstuhl an der ETH. Eine deutsche Assistentin bei mir hat das geschrieben, Franziska Wittmann. Bei diesem Projekt geht es darum, das Physikalische wieder zu begreifen. Also zum Beispiel, was hat Wärmespeicherung für eine Qualität, für einen Einfluss? Oder wie kann ich einen Raum belüften, gut lüften, ohne Technik und so. Wir sind überzeugt, so sieht das Buch aus, das ist da ganz einfach erklärt, diese physikalischen Phänomene, Luftbewegung kühlt und trocknet zum Beispiel. Und da gibt es Fallbeispiele dazu. Wir sind überzeugt, wenn man diese physikalischen Phänomene einsetzen würde, dann würden die Räume ganz anders aussehen und der Umgang mit Energie wäre auch ganz anders. Also selbstverständlich müssen wir Energie sparen, das ist gar keine Frage. Aber wir müssen aufpassen, dass die Qualität der Räume nicht auf der Strecke bleibt. Also ich glaube, es könnte ein Mehr an Raumqualität entstehen und auch eine höhere Wertschöpfung am Ort. Also es macht ja keinen Sinn. Oder es ist nicht sinnvoll, dass diese fertigen Häuser irgendwo produziert werden und dann auf der Welt verteilt werden. Das würde wieder zu einer
Vernichtung von Vielfalten führen. Suffizienz und Effizienz stehen da nebeneinander. Suffizienz heißt nicht frieren, Kälte, kalt haben, sondern Suffizienz heißt für uns Dinge spüren und diese in Qualitäten umsetzen. Gut, jetzt hören wir dann das neue Semester an der Schule, die Kulturlandschaft, die Zukunft der Kulturlandschaft, das ist unser Thema, auf das möchte ich nicht groß eingehen. Wir haben etwa 20.000 Ställe im Berggebiet, die auf etwas warten. Niemand weiß, was damit anfangen. Das ist nicht ein Wandel, sondern das ist vielmehr ein Bruch in der Kulturlandschaft. Und ich glaube, wir müssen bis zur Renaissance zurückgehen, um einen solchen Wandel überhaupt aufzeigen zu können. Die Renaissance hat uns einige bekannte Historiker haben uns das so erklärt, das war ein Wendepunkt der europäischen Geschichte und die haben anscheinend damals nichts anderes gemacht, als die Antike zum eigenen gemacht. Auch hier, wir gehen zurück in die Geschichte, wir wollen nicht Ansätze finden, vielleicht schon, aber doch nicht Ansätze finden und für die neue Zeit, weil es nicht vergleichbar ist, aber auch da, wir wollen es einigermaßen versuchen zu verstehen, um vielleicht daraus Konsequenzen zu ziehen für die heutige Situation. Wir planen, aus einem großen Stall ein Gast, aus zwei großen Ställen ein Gasthaus zu machen. Im Moment ist bei uns in den Bergen der Trend, die Städter kommen und verstecken sich hinter alten Stallbildern. Das ist für mich eine Katastrophe, wenn ich weiß, was diese Funktionen waren gemacht für Tiere und zum Heulagern. Und jetzt verstecken sich die Menschen hinter dem. Das ist eine absolute Romantisierung. Letztes Jahr war ein Kollege von euch, Bernhard Waldenfels, war bei uns, ein deutscher Philosoph, wunderbar. Er hat das perfekt aufgezeigt. Er redete von der vorästhetischen Zeit. Da war Funktion und Form das Gleiche. Also diese Konstruktion und die Funktion hat das Bild herausgebracht. Und dann redet er von der ästhetischen Zeit. Da gab es diesen Bruch zwischen Bild und Funktion. Das ist genau das, was passiert mit diesen Stellen. Und der plädiert für eine nachästhetische Zeit. Vielleicht schaffen wir das, dass eine Synthetisierung stattfindet zwischen neuen Vorstellungen, zwischen neuen Bedürfnissen und diesen Formen. Also wir merken, der Umbau von Stellen ist weniger ein gestalterisches, sondern vielmehr ein kulturelles Problem. Die Stadt ändern, das Leben ändern. Also wir merken, die Probleme sind bei uns ein bisschen anders, aber doch sind sie sehr gleich. Ich glaube, es gibt drei Momente, an denen wir arbeiten müssen. Erstens, es braucht Bildung und Wissen. Zweitens, wir müssen unsere Sinne sensibilisieren. Unglaublich wichtig. Dann entdecken wir auch neue Bedeutungen. Und wir entdecken vielleicht auch neue Bedürfnisse. Und es braucht natürlich auch Lenkungsmaßnahmen. Es braucht Gesetze, Verordnungen, die sagen, in dieser bestimmten Richtung müssen wir gehen, um vielleicht wieder zum Gemeinsamen zu kommen. Ganz freiwillig kommen wir nicht dazu. So, das wollte ich euch berichten. Ihr habt gesehen, ich liebe die Vielfalt. Ich mag Unterschiede, architektonische, kulturelle oder andere. Aber diese Vielfalt kann nicht einfach beliebig entstehen. Es wäre schön, wenn du in 50 Jahren nach Frien kommst und du sagst, Frien sieht nicht aus wie hier, sondern anders.
Das wäre schön. Ich will mit meiner Arbeit nicht Widerstand leisten gegen die neue Welt, auch nicht gegen die digitale Welt. Ich bemühe mich, dem Menschen einen Raum für seine Sinnlichkeit zu geben, Platz zu geben für die Sinnlichkeit. Ich will versuchen, einen kleinen Beitrag zu leisten für die Stärkung von Orten. Und am Schluss meine Lieblingsskulptur von Alberto Giacometti. Seine Figuren starren einem irgendwie an. Man kommt an ihnen gar nicht vorbei, sie schauen dich an. Also du kannst diesem Blick nicht entweichen. Und bei ihm hat man das Gefühl, Objekt und Subjekt lösen sich auf. Hier bei diesen Projekten, bei diesen Objekten ist die Resonanz sehr, sehr ausgeprägt. Ich glaube, das ist etwas Wichtiges in der Architektur, die hohe Präsenz. Und Alberto sagte, anscheinend, wo er das Ding hier gemacht hat, ich sah mich selber auf der Straße, ich war ein Hund. Vielleicht lässt sich das erklären, warum dieses Ding so eine Präsenz hat. Also von Gleichgültigkeit bis höchster Erotik, glaube ich. Das ist alles in diesem Bild. Und anscheinend sagte er immer wieder, oder er hat seine Projekte immer wieder zerstört, sagt man. Und er wollte, oder er hat immer wieder begonnen. Und anscheinend hat er auch gesagt, oder er sagte immer wieder, diesmal bin ich ganz nahe dran. Also der Glaube, jetzt könnte es klappen. Boah, das ist etwas großartig, jetzt bin ich ganz nahe dran. Ich beginne auch, wie ihr, wie viele von euch, auch jeden Tag neu, mit einer gewissen Skepsis, aber nicht mit einem prinzipiellen Zweifel. Das ist wichtig. Skepsis ist ein guter Wegbereiter und man muss einfach die Gewissheit haben, es könnte gelingen, wie bei Alberto, ich bin ganz nahe dran, obwohl es bleibt stets die Illusion. Ja, ich habe euch von 40 Jahren, oder sagen wir so, 40 Jahre mit Leidenschaft gelitten. Aber ich kann damit gut leben. Ich danke. Jean Caminada, merci. Comme le temps a passé très très vite et que l'heure a déjà bien tourné, je vous propose de ne pas faire la séance de questions-réponses dans la salle, mais sachez que M. Caminada reste encore un petit peu avec nous et si vous avez des questions à lui poser, vous pourrez discuter avec lui dehors dans le hall. Vielen lieben Dank, Herr Caminada, für diesen wunderschönen Vortrag. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und deshalb möchte ich Ihnen allen vorschlagen, dass wir jetzt keine Fragen-Antwort mehr machen. Herr Caminada bleibt noch bei uns. Und wenn Sie noch Fragen an Herrn Caminada haben, können Sie die ja gerne mit einem Gläschen in der Hand stellen. Ein Gläschen in der Hand ist ein gutes Stichwort. Das erste Glas gibt Ihnen IC Global Solutions zusammen mit Cabinet Fakt aus. Sie kriegen die, falls Sie noch kein Ticket haben für das erste Freigetränk, können Sie das am Stand vorne abholen. Und alle Architekten der Architektenkammer Baden-Württemberg können sich bei uns am Stand auch noch eintragen, damit sie ihre Punkte bekommen. Pour les Français.
Pour les Français, merci de penser à rendre vos casques et vous récupérerez vos cartes d'identité et passeports. Et nous vous invitons à rejoindre le cocktail puisque notre partenaire AIC vous offre la première boisson. Si jamais vous n'avez pas eu de ticket, vous pourrez vous en procurer un au stand de la MEA. Nous vous souhaitons une très bonne soirée. On voulait aussi vous dire qu'il y avait un restaurant sur place, donc si vous voulez prolonger la soirée, nous on reste toute la soirée, donc vous pouvez manger également avec nous ici. Ja, wir wünschen Ihnen noch einen ganz schönen Abend und bis zum nächsten Jahr bei den 18. Architekturtagen. À l'année prochaine.